Starke Marken für starke Inhalte. Gute Unterhaltung bei Bauen und Wohnen wünscht Schwörerhaus. Und die Kreissparkasse Ravensburg. Veredelter Rohbau. Wer ein Haus in dieser Bauphase kauft, spart sich Zeit und Geld. Historisches Kleinod, so wohnt es sich in einem Schloss. Und lästige Pflicht, warum man in Vorarlberg das Schneeschippen besser nicht vernachlässigt. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Bauen und Wohnen. Können Sie sich vorstellen, ein Haus im Rohbauzustand zu kaufen? Im ersten Moment denkt man, das geht gar nicht. Doch, denn Bestandsimmobilien sind auf dem Markt rar, fast genauso wie Grundstücke. Also, das Ausbauhaus im Rohzustand eine echte Alternative. Noch kann hier gegolft werden. Schließlich steht dieses Haus auch in Bad Waldsee bekannt fürs Golfen und Thermen. Nach der Fertigstellung entsteht hier ein Einfamilienhaus auf zwei Ebenen. Der Rohbau ist fertig, den Innenausbau können die Besitzer selbst mitbestimmen. Das ist für uns ein veredelter Rohbau. Es fällt ein gewisser Teil der Innenausstattung mit Böden, mit Türen, mit dem Sanitär. Das heißt, der jeweilige Interessent hat noch die Möglichkeit, sich individuell zu verwirklichen und die Ausstattung selber mitzubestimmen. Der Trend zu dieser Art von Hauskauf wird immer größer. Die Vorteile, wer sein Eigenheim in dieser Bauphase kauft, hat 80-90%, also den größten Teil des Hausbaus bereits hinter sich. Ärger mit Verzögerungen sind somit weitgehend ausgeschlossen. Auf der anderen Seite bleibt Raum für Selbstverwirklichung. Böden, das Bad oder die Küche können nach eigenen Wünschen gestaltet werden. Ein paar bestehende Richtlinien müssen dafür in Kauf genommen werden, wie auch dieses Beispiel zeigt. Dieses Haus ist so konzipiert, dass wir zwei Nebenräume auf einer Ebene haben. Das heißt, wir brauchen, ohne dass wir uns mit Treppen nach oben, nach unten bewegen, können wir die Nebenräume auf einer Ebene erreichen. Und dazu wurden zwei Räume, der Technikraum und der Hauswirtschaftsraum, zur Verfügung gestellt. Zusätzlich könnten wir alternativ noch in der Garage zusätzlichen Platzbedarf schaffen. Wer mit solchen Vorgaben kein Problem hat, für den eignet sich der Kauf eines solchen veredelten Rohbaus. Dieses Haus in Bad Waldsee kostet, so wie es jetzt dasteht, 469.000 Euro. Für den Innenausbau müssen Käufer inklusive Küche mit nochmal rund 80.000 bis 100.000 Euro rechnen. Während es bei einem Neubau allerdings öfters zu ungeplanten Zusatzkosten kommen kann, wird hier vorab eine genaue Kalkulation gemacht, sodass es im Nachhinein keine bösen Überraschungen gibt. Ich denke, es ist hier für den Kunden sehr genau definierbar. Unser Architekt, der Herr Elger aus Bad Waldsee, hat den Grundrahmen vorgegeben. Es kommt eine zweite Position dazu mit den restlichen Ausbaukosten plus minus 80.000 und die Kaufnebenkosten, sodass der Kunde dann im Gesamtpaket sehr schön weiß, was auf ihn hier zukommt und er keine unklaren Positionen hat, die er nicht kalkulieren kann. Darauf sollten Bauherren übrigens bei jedem Bauvorhaben oder Immobilienkauf achten. Nach Abschluss der Bauarbeiten befindet sich an dieser Stelle übrigens die Terrasse. Golfen ist hier dann wohl passé, aber der Golfplatz ist in Bad Waldsee ja nicht weit. Auch wenn der Golfschwung schon richtig gut ausschaut, ich glaube, die Nachbarn sind froh, wenn demnächst keine Golfbälle mehr fliegen. Bei uns geht es gleich weiter mit Wohnen im Schloss und wir zeigen Ihnen, was für schöne Immobilien es bei uns in der Region gibt. Bis gleich. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen, präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg. Planerküchen machen Freude.
Erleben Sie pure Leidenschaft in Ravensburg. Jahnstraße 48. Lana Küchenland. Funktioniert nicht immer. Ein Paradies ganz in Ihrer Nähe. Traumhafte Ausstellung, kompetente Beratung und 3D-Badplanung. Die etwas andere Art des Einkaufs. Fliesenparadies Lindau. Fliesen und Parkett im Dreiländereck. Wir sind Einrichtungsberater. Kaffeetafeldekorateure. Besteckexperten. Atmosphärenzauberer. Tischauffrischer. Frühstückstischbestücker. Herzschlagbeschleuniger. Blechbeauftragte. Wir sind Ihr Fachhändler. Wir sind Grossmann. Besuchen Sie uns in Friedrichshafen unter Raderach und lassen Sie sich inspirieren. Jedes Objekt ist einzigartig. Bewerten, beraten, begleiten ist unsere Philosophie. Ihre Wohnung, Ihr Haus, Ihr Anwesen. Jede Immobilie ist für uns wichtig. Gerne vermitteln wir auch Ihr Objekt. Von der ersten Besichtigung bis zur Finanzierungsberatung für den Käufer. Alles aus einer Hand. Firmengruppe Burg ist Kunst. Wachstum. Kreislauf. Sportlichkeit. Perfektion. Die Firmengruppe Burg ist Handwerk made in Oberschwaben. Egal ob mit oder ohne Ständer, unser Baum steht immer. Bodenseetanne Christbaummarkt in Atzenhofen bei Ravensburg. Wir haben den richtigen für Sie. Willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei Bauen und Wohnen. Der Traum, in einem eigenen Schloss zu wohnen, wird für die meisten von uns wohl immer nur ein Märchen bleiben. In Immenstadt am Bodensee ist ein echtes Schloss inzwischen ein Wohnkomplex geworden. Wir hatten die Möglichkeit, einen Blick hinter das Tor zu werfen. Die Bauen- und Wohnen-Immobilienträume werden Ihnen präsentiert von Engel und Völkers. In der Mitte des nördlichen Bodenseeufers zwischen den Gemeinden Hagnau und Immenstadt liegt etwa 200 Meter vom See entfernt Schloss Kirchberg. Der Gebäudekomplex besteht aus verschiedenen Gebäuden, die in unterschiedlichen Bauphasen entstanden sind. Erstmals urkundlich erwähnt wird Kirchberg im Jahr 1288. Zu diesem Zeitpunkt ging das Hofgut vom Kloster Kempten auf das Kloster Salem über, zu welchem es bis 1995 gehörte. Wir sind in Immenstadt im Schloss Kirchberg, die ehemalige Sommerresidenz der Äbte vom Kloster Salem. Umgeben von markgräflich-badischen Weinbergen. Obstanbau ist natürlich auch ein großes Thema hier. Und dieses Schloss Kirchberg wurde im Jahr 2000 sehr aufwendig umgebaut in Eigentumswohnungen. Schloss Kirchberg zählt zu den schönsten Wohnanlagen in Deutschland. Große und helle Räume mit historischem Charme machen die Wohnungen zu idealen Feriendomizilen. Auch Prominente aus Sport und Wirtschaft haben sich hier schon nach einem Wohnsitz umgeschaut.
diese Wohnung, 3 Zimmer, verteilt auf 110 Quadratmeter mit Wohn-Essbereich, offenem Küchenbereich, Schlafgäste und Badezimmer, kostet auf Schloss Kirchberg 660.000 Euro. Aufgrund des Schlosscharakters und dem damit verbundenen Charme sicherlich für Individualisten, aber auch für Paare oder kleine Familien, die diese Wohnung für Ferienzwecke nutzen möchten. Die gesamte Front des Schlosses ist nach Süden und damit über das Panorama des Sees ausgerichtet. Also eine Traumgegend für die Ferien mit besonderen Highlights. Auf jeden Fall die Seesicht, 180 Grad, von der Wohnung auch aus, in Südlage. Wir haben einen kleinen Privatstrand, der nur für die Eigentümer dieser Schlossanlage zu nutzen ist, der sich auch nur 200 Meter entfernt befindet. Somit erhält der Spruch, den Urlaub in den eigenen 4 Wänden verbringen, eine ganz neue Bedeutung. Welch ein schöner Ausblick auf den Bodensee. Vergangene Woche haben wir es bereits angekündigt. Wir befassen uns heute nochmals mit dem Thema Schneeräumen, auch wenn zum Glück noch gar kein Schnee da ist. Doch wenn er kommt, dann gibt es einiges zu beachten. Heute gehen wir schwerpunktmäßig nach Österreich, doch ich glaube, auch wir Deutschen können einiges mitnehmen. Herr Dr. Veit, der Winter ist in Österreich und auch in Deutschland angekommen. Das bedeutet für die ganzen Wohnungseigentümer wieder, dass sie ihre Vorplätze natürlich schneefrei machen müssen. Was für Pflichten kommen dabei auf die Liegenschaftseigentümer zu? Also grundsätzlich muss man mal zunächst überprüfen, ob überhaupt Pflichten für die Liegenschaftseigentümer entstehen, weil nur weil man Eigentümer einer Liegenschaft ist, heißt es noch nicht, dass man eine Haftung zu tragen hat. Maßgeblich ist, ob es sich hier um eine Fläche handelt, die von jedermann unter den gleichen Bedingungen benutzt werden kann. Und dann greift einerseits die Haftung nach dem ABGB, die sogenannte Wegehalterhaftung, die den Wegehalter trifft, also nicht unmittelbar den Liegenschaftseigentümer, das könnte auch eine andere Person sein, und andererseits auch die Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung, die dann zu berücksichtigen sind. Und dort gibt es leider Gottes in Österreich jetzt nicht eine konkrete Angabe, wie man sich zu verhalten hat. Das ist alles sehr kasuistisch, sehr einzelfallbezogen, kommt auch auf die Situation vor Ort darauf an, um was es sich für ein Gebäude handelt, und schlussendlich auch bei den Verkehrssicherungspflichten könnte man vielleicht die Formel verwenden, so viel als notwendig, so wenig wie möglich, weil es gibt ja auch je nach Bundesland unterschiedliche Verwaltungsvorschriften, wo man gerade den Salzgebrauch auch einschränken möchte. Das ist oftmals hier ein sehr, sehr schmaler Grad, auf dem man sich befindet. Was zu beachten ist, wenn die Bestimmungen der Wegehalterhaftung oder der Straßenverkehrsordnung zur Anwendung gelangen, dass hier einmal diese Bestimmungen in der Straßenverkehrsordnung zum Beispiel, gibt es eine Zeit, die zu berücksichtigen ist. Das ist von 6 Uhr in der Früh bis 22 Uhr am Abend. Und dann trifft man auch die Pflicht, wenn man jetzt angrenzt an eine öffentliche Verkehrsfläche, wie zum Beispiel der klassische Gehsteig, dann muss ich 3 Meter über meiner Liegenschaft auch diese öffentliche Verkehrsfläche miträumen. Treffen diese Pflichten auch auf Mieter zu? Also grundsätzlich im Gesetz ist in der Bestimmung des § 1319a ABGB der Wegehalter erwähnt und in der Straßenverkehrsordnung der Liegenschaftseigentümer. Und das heißt aber dann auch, dass der Mieter als solcher nicht für die Verkehrssicherungspflichten bzw. für diese Maßnahmen verantwortlich ist. Herr Dr. Veit, vielen Dank für diese zahlreichen Informationen. Wir hoffen destotrotz, dass wir nie in den Fall kommen, dass man von dem Recht Gebrauch machen muss. Vielen Dank. Bitte, gerne, danke für die Einladung. Vielen Dank an unseren Kollegen Matthias Kasseroler. Für diese Woche war es das auch schon wieder mit Bauen und Wohnen. Ich freue mich, wenn Sie kommende Woche wieder einschalten. Dann haben wir ein abgefahrenes Weihnachtsgeschenk für Sie und wir zeigen Ihnen eines der schönsten Weihnachtshäuser in der Region. Bis dahin Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund. Tschüss. Starke Marken für starke Inhalte. Bauen und Wohnen wurde Ihnen präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg.